Liebe Geschwister, ich grüße Sie im Namen Jesus Christus. Da Sie Gott heute lieb hat, gibt er Ihnen auch heute ein Versprechen. Was verspricht uns Gott? Sie sagen immer, dass es keinen Ausweg gibt, wissen nicht, wie das Schuldenproblem zu lösen ist. Es gibt keine Hoffnung, dass ich eine Arbeit bekomme. Im Betrieb gibt es keine Lösung für unser eigentliches Problem. Haben Sie keine Lösung und sind sehr verzweifelt? Für Sie hat Gott ein Versprechen. In Jesaja 43, Vers 19: Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Dieses Versprechen ist für dich, mein Sohn, meine Tochter. Für dich ermöglicht Wege in der Wüste und Wasserströme in der Einöde, sagt der Herr. Die Wüste ist ein Ort ohne Ausweg. Welchen Weg soll ich nehmen? Alle sind ähnlich. Sie können nichts erkennen. Es scheint, als ob sie in der Wildnis sind, oder? Gott wird ihnen einen Weg ermöglichen, wo es keinen Weg gibt. Für sie denken sie, dass es keinen Ausweg gibt. Eine Lösung wird sich ermöglichen. Er wird für sie einen Weg vorbereiten. Dies ist Gottes Versprechen für sie. Er erstellt Wege in der Wüste für sie. Man behauptet, dass man in einigen Stellen in der Wüste Wasser bekommt. Ist es möglich, dass ein Fluss durch die Wüste fließt? Aber Gott verspricht uns, auch da Flüsse entstehen zu lassen. Auch in ihrem Leben ist Gott bereit, außerordentliche Dinge, die zu den Gesetzen der Natur widersprüchlich sind, zu ermöglichen. Dies sind Wunder widersprüchlich der Gesetzen der Natur. Er erfüllt Sachen, was der Mensch nie erfüllen kann. Er gibt einen neuen Anfang, wo der Mensch aufgibt, verspricht uns Gott. Er ist bereit, uns diesen Segen zu schenken. Wissen Sie warum? Sie sind ein Kind Gottes. Sie wandeln mit Gott. Sie erklären, dass sie mit Jesus wandeln und sein Kind sein wollen. Der Herr, der sein Leben für sie gegeben hat, das sind meine Kinder, mein Sohn, meine Tochter. Für mein Volk werde ich einen Weg in der Wildnis erschaffen, Flüsse in der Wüste, sagt der Herr. Glauben Sie daran? Diese Botschaft ist für Sie. In Ihrem Leben wird sich ein Wunder verwirklichen. Ein neuer Weg wird sich öffnen, ein Wunder verwirklichen. Wohlstand wird erfolgen. Glauben Sie daran? Wollen wir mit diesem Glauben an Gott beten? Lieber Vater, dein Versprechen ist für mich, für uns. Ich glaube daran, dass du für mich neue Wege erschaffst. Für mich erschaffst du Flüsse in der Wüste, füllst mich mit Gutes und Erfolg. Ich glaube daran und erwarte ein Wunder. Im Jesu Namen. Amen. Amen.